Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Auf dem Weg zu einer Pandia Quest, was sonst? Ich brauche immer noch dieses Shiny. Und da vorne ist auch ein Alola Knogger. Ich versuche den mal zu zweit mit meinem Kleinen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Und dann ist ja noch immer dieser Freundschaftsbonus. Und es ist Regen. Ist gut für unsere Wasser-Pokémon Kyogre Gagados, denn der ist ja Feuer. Ich denke, ich schaffe den. Aber das werden wir gleich noch sehen. Das war nicht die Quest. Die Quest ist erst beim nächsten Raid. Nächsten Stop. Hier. Heute 4 Pandia Quest. Oh, okay. Okay, schauen wir mal. Mir werden meine 3 Max Kyogre ausgewählt. 100er. 100er Shiny Lucky. Grüße gehen raus an Olli. Er hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Alles Gute nachträglich, Olli. Onkel Olli. Und 3 Gyarados auf Max. Beim Kleinen auch 100er auf Max. Wie er sich gegönnt hat. Irgendein random Kyogre nicht auf Max. Ein Glücks-Gyarados auf Max, glaube ich, und ein paar random Gyarados. Ich bin gespannt. Aber alle Anzeichen sprechen dafür, dass wir den schaffen. Danach hole ich mir da hinten noch eine Quest. Die sind relativ nah beieinander und dann ein paar Arenen machen und dann muss ich auch in die Arbeit. Team-Meeting ist heute. Da schaue ich ja theoretisch jeden Monat einmal vorbei, aber die letzten 2 Monate nicht. Es darf sich nicht zu sehr häufen. Also darf schon, eigentlich ist es freiwillig, aber ich will nicht in den Rhythmus geraten, wo ich dann komplett damit aufhöre. Bin gespannt. Ansonsten ist momentan nicht viel los. Sonntag ist halt C-Day und Montag ist dann Mugiwara Pikachu One Piece Event. Mit Schrot Pikachu, aber ansonsten. Ist erstmal Ruhezeit. Geht eigentlich noch der. Ich habe es gar nicht probiert jetzt. Der Trick für mehr Zeit mit der leeren Lobby. Oder leeren Team, besser gesagt. Aber sieht doch ganz gut aus. Kriegen wir das doch durch? Oh mein Gott, wir kriegen das doch durch. 2 Hydro-Pumpen sind noch durchgegangen. Jetzt kommt die Maschine. Die Perfektion, Leute. Gelber Bereich. Easy. Ich weiß auch, ich habe es mal Duo mit Dimi probiert. Wir hatten, ja, uns haben 20 Sekunden irgendwie immer gefehlt. Waren wir damals schon beste Freunde? Ich weiß nicht, ob wir damals schon beste Freunde waren. Wir hatten auf jeden Fall keinen Wetterbonus. Beste Freunde, wie gesagt, weiß ich nicht. Und seine Pokémon sind natürlich jetzt nicht so top gewesen. Er hatte kein Kyogre. So, gönnen wir uns ein Shiny und die Arena-Punkte. Alola Kokowai, Alola Raichu und Alola Knogger, sehr gerne, mache ich die immer. Shinux davor auch, aber den habe ich jetzt Shiny in Dortmund bekommen. Den, ja, an sich bräuchte ich noch einen guten. Da hinten ist noch einer, vielleicht mache ich den. Easy, easy. 45 Sekunden Restzeit, mehr. Shiny Check. 1376 oder so waren 100er. 37, 1337 waren 100er. Der hat nur 1000 irgendwas. Dann war doch nicht 1037, oder? Oder 1370? Keine Ahnung, ich muss nochmal nachschauen. Auf jeden Fall nicht shiny. Naja. Okay. Boss hat gerade angerufen. Team-Meeting fällt aus oder wird auf nächste Woche verschoben. Ich hatte die Arena fast down. Dann kam der Anruf, habe ich angenommen, ich gehe zurück ins Spiel, alle Pokémon wieder geheilt. Richtig leiden. Jetzt muss ich mir überlegen, was wir heute noch so machen. Ich habe einen Glückstausch noch offen, den können wir machen, ansonsten schauen wir mal.
zack, 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 zack. Die kann man endlich mal abbiegen. So, zwei Pandya Crest. Und zwei habe ich noch und einen habe ich gerade im Beutel. Leider nein. Und immer noch nicht. Drei Versuche haben wir heute noch. Ich habe gerade mit dem Kollegen De Hüb, beziehungsweise einem anderen Kollegen, gerade getauscht. De Hüb hat sich nur für ihn eingeloggt. Der ist nämlich, ich glaube, beide sind aus derselben Heimatstadt, aber einer der Kollegen De Hüb arbeitet zurzeit in München. Da hat der Kollege sich schnell eingeloggt für den anderen Kollegen. Glückstausch gemacht. Ich habe jetzt einen Shiny Zapdos bekommen. Für einen Shiny Golan hatte ich ja über. Aber leider nichts Gutes. Aber an sich fehlen mir jetzt von den Shiny Lucky Legendären nur noch Latios und Lugia. Und Raikunen, Entei und demnächst Suicune. Die nächsten zwei Versuche. Danach zeige ich euch noch ein paar Highlights von den letzten 24 Stunden. Da ist eine Menge passiert. Und? Der Wifle habe ich schon abgeholt, Mann. Aber wir geben nicht auf. Da vorne ist noch einer und dann ja, morgen, übermorgen, übermorgen versuchen wir es weiter. Wir holen mal schnell den Durchbruch ab. Dann blende ich noch ein paar Sachen ein, die so passiert sind in den letzten paar Tagen. So ein kleiner Abschluss an sich. Warte mal, ist der Screenrecord an? Ja, der ist an. An sich nichts Besonderes. Erstmal hier. Und Kyogre, nicht shiny. Jetzt hätte ich mal einen 100er Kyogre verdient. Ein shiny Kyogre. 100er habe ich genug. Ja, ich habe gestern, also erstmal, das Update ist jetzt geforst. Das heißt, es kann eigentlich jederzeit losgehen. Die neuen Minispiele beim Kämpfen und ja, Team Rocket. Vielleicht sogar heute, aber heute ist Freitag. Normalerweise kommt Freitag nie was. Vielleicht nächste Woche irgendwann, Anfang nächster Woche. Ihr werdet sehen. Auf jeden Fall hatte ich ja das Video gestern hochgeladen. Reaction zu Pookie, wie er in Dortmund war. Ja, yeah, und das ist ein großes Thema, eine folgige Diskussion entstanden, um das Thema eingeladen werden. Was für mich eigentlich ziemlich offensichtlich ist, aber ja, vielleicht mache ich ein einzelnes Video dazu. Eigentlich habe ich keine Lust, das ist so ein Thema, über solche Dinge redet man eigentlich nicht. Es klingt jetzt voll schlimm, als wäre es irgendwie so ein Tabu, aber so hinter den Kulissen Zeugs halt, ist eigentlich voll was Offensichtliches und das hat nichts mit solchen Sachen zu tun wie, dass ich Maps verwende und einen zweiten Account habe und sowas. Also ihr müsst weg von diesem Spiel, also ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht, das Ganze mal ein bisschen außenstehend betrachten. Wie gesagt, vielleicht mache ich noch ein Video dazu. Kyogre gefangen, wir checken die IV. Dann hatte ich die letzten zwei Tage auch noch einen Glückstausch, blende ich hier und hier oder nacheinander nochmal ein. Mit dem Kollegen Mosemilch und mit dem Kollegen Tommy Ganz habe ich einen Shiny Carpador getauscht, also eins bekommen. Alter, der ist glaube ich schlechter geworden als es davor war. Leider die letzten zwei Male jetzt beim Tauschen kein Glück gehabt, aber ich habe Glück mit den Shinies wieder. Ich habe die letzten zwei Tage zwei neue Shinies gefangen. Einmal war es ein Lilia, das hatte ich beim Gesteins-Event nicht bekommen. Ich hatte vier Anorid, kein Onyx. Danach habe ich dann Onyx gejagt, den bekommen. Und jetzt auch noch Lilia. Vorne direkt an der U-Bahn, an der X-Ray Arena. Ist ein Lilia-Nest, ein kleines. Jeden Tag beim Vorbeigehen in die U-Bahn. 1, 2, 3, 4. Und da hatte ich endlich Glück und einen Shiny Lilia bekommen. Und dann gestern im Video, Reaktion auf Pookies Video, habe ich mir einen Shiny Makuhita gegönnt. Und davor hatte ich auch noch irgendwas. Also in letzter Zeit läuft es auf jeden Fall mit den Shinies. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich lade gerade die Aufnahmen auf den PC oder Mac. Da ist mir gerade noch aufgefallen. Ich habe ja ein 98er Deoxys Speedform gefangen. Einfach so ein Raid gemacht, das war zu der Raid-Stunde, deswegen habe ich die Raid-Stunde auch nicht wirklich mitgemacht. Beides um 18 Uhr gestartet, bin ich zum X-Raid gegangen, den gemacht, dann bin ich noch schnell in die Stadt gefahren. Und der war zufällig relativ hoch. Ich wusste jetzt nicht mehr aus dem Kopf heraus, was ein 100er war. Möglicherweise wäre das einer gewesen. Ich dachte so 96, 98 oder 100. Hatte halt die 1 im Kopf. Wegen Mewtwo, der hat ja 1821, da hatte ich die 1 im Kopf. Dachte mir, oida, vielleicht ist das ein 100er. Check die IVs, das ist ein 98er Attack 15. Ja, läuft. Wieso nicht? Kann man schon mal mitnehmen. Ist ein guter Kandidat, um am Ende, nachdem Deoxys weg ist, gepusht zu werden. Max on Monday. Aber ja, vielleicht kriegen wir auch noch einen 100er bis dahin. Das wird noch eine Weile dauern, bis der gewechselt wird. Also, wir haben noch Zeit. Jetzt weiter mit dem normalen Video, wo ich auch immer aufgehört habe. Mal schauen, wann das neue Update kommt. Mal schauen, wann Team Rocket kommt. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Jetzt dann erstmal am Sonntag mit Ruppi C-Day. Neuer Fangtrick funktioniert leider nicht.
Dafür aber die neue Bewertung, das spart auch eine Menge Zeit. Euch viel Spaß, viel Glück beim C-Day, wobei wir sehen uns wahrscheinlich eh davor noch. Aber ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergessen, Pokémon ist serious business.